Heute werden wieder Autos gecrashed. Und zwar nicht nur irgendwelche Autos, sondern die teuersten Autos habe ich mir runtergeladen. Die teuersten Mods in BNG Drive. Und die werden wir crashen. Wir werden sie absolut zum Explodieren bringen und die craziesten Rampen benutzen. Das erste Fahrzeug, was wir benutzen, ist der Bugatti Chiron. Heißt das so? Habe ich den nicht ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Spielt aber auch keine Rolle. Das sollte auf jeden Fall ziemlich episch werden. Und falls du dich schon kurz abonniert hast, dann wirst du nie so ein Auto fahren dürfen in deinem Leben. Leute, ich denke mir das nicht aus. Und lass dann noch oben da. Ansonsten wird das Auto, was du fährst, nur weiß sein dürfen. Es tut mir leid. Also, das ist der Bugatti Chiron. Ziemlich krasser Wagen. Vor allem, ich habe gesehen, wie man ihn zurückspawnen kann. Ich lerne dazu, okay? Das ist gut. Auf jeden Fall. Warte, wisst ihr was? Ich zeige euch erstmal. Oh, das war der Fall. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Zurück. Oh Gott. Oh Gott, was tue ich gerade? Oh. Okay, scheiße. Also so, jetzt. Und zwar, wenn ihr euch die Map reinzieht. Ich weiß nicht, was ich mir runtergeladen habe, aber so, das ist hier, ich glaube, für eine Motorrad die Strecke. Obwohl, da will ich eh nicht lang. Aber das hier, das ist für Autos. Ich werde einfach alles probieren, richtig? Und dann geht es hier auch noch lang und hier auch noch runter. Also keine Ahnung, was das alles hier sein soll. Aber wir werden es austesten. Wir werden alles einmal austesten und gucken, ja, was hier, wie man hier spielen kann. Na dann, let's go mit dem Bugatti Chiron. Mann, ist der geil. Dieser Wagen ist echt so geil. Das ist wirklich crazy. Vor allem, wie der aussieht, ne? Das ist halt, das ist schon wirklich crazy. So, also ganz ehrlich, so ein Auto würde ich auch erstellen, würde ich ein Automacher sein. Wir wollen erstmal die ganze, wisst ihr was, lass uns ganz rechts anfangen. Es tut mir gerade so weh, dass wir ihn crashen müssen, aber wir dürfen nie vergessen, das ist nur ein Videospiel, richtig? Ja, yep, das ist es. Okay, erstmal fahren wir hier lang und hier ist die, oh mein, scheiße! Oh Gott! Egal, wir können einfach neu spawnen, ist okay. Oh nein, jetzt muss ich wieder denselben Weg fahren. Dann fange ich halt eben links an. Also hier, es ist sehr unübersichtlich, muss ich sagen. Also gut, lass uns einfach mal... Oh, was ist los? Wieso ist das so? Nein, stopp. Fahr bitte geradeaus. Nein. Oh mein Gott. Nein, hör doch mal auf. Was geschieht hier? Oh mein Gott. Chill. Oh, es will nicht aufhören. Das Auto will nicht aufhören zu rutschen. Es ist so... ich meine, ich finde es gut, dass du driften kannst. Aber das ist ein bisschen zu viel gedriftet. Das ist deutlich zu viel gedriftet. Was? Okay, jetzt fahr einfach. Du hast es verdient, kaputt zu gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist hoch. Wisst ihr was, wir können sogar... Zeitdupe aktivieren, genau. 8-mal langsamer. Wisst ihr was? Ich mach's aber mal. 8-mal langsamer jetzt. Okay. Das dauert ein bisschen. Und zwar jetzt 8-mal langsamer. Und, oh. Oh, kommst du irgendwo gegen, Jane? Jetzt. Oh Gott. 8-mal langsamer, wie gesagt. Das ist absolut. Oh. Oh. Ich wollte nur kurz erwähnen, dieser Wagen kostet irgendwas mit 5 Millionen. Oh mein Gott. Es ist nicht mehr ein Wagen, seien wir mal ehrlich. Das ist wirklich kein Wagen mehr. Okay, ich mache normale Zeit an. Ja, jetzt ab dem Moment ist es nur noch ein Stück Reifen mit ein bisschen Plastik, aber kein Wagen mehr. Das Ding ist, dieser Wagen ist nicht wirklich dafür gemacht, um irgendwie Rampen zu fahren, bin ich ganz ehrlich. Der Wagen... Oh Gott, ich fahre auch zu... Okay, seht ihr das? Ab hier beginnt das Problem schon. Der Wagen ist zu tief, wodurch ich da nicht wirklich langkomme. Der Wagen ist einfach zu tief. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so für tiefe Wagen gemacht. Also, ich werde einfach mal ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit hier runterfahren, hoffen, das wird funktionieren. Ich muss auch sagen, oh nein, okay, nein, schon wieder, dieser Wagen, nein, einfach nein. Der Wagen ist für sowas einfach nicht gemacht. Bitte, fall so richtig auf die Fresse, ich bitte dich. Gott, ich gönne dir das so hart, wirklich. Du hast mich echt enttäuscht, Bugatti Chiron. Es ist zum einen mega rutschig und zum anderen hast du jetzt wirklich die größten Schmerzen deines Lebens verdient, bin ich ganz ehrlich. Ja, das hast du und... Ich hab's dir gesagt, du hättest lieber normal fahren müssen. Nun, wenn ein Bugatti nicht... Oh, dann ein McLaren. Der ist ein bisschen kaputt. Dieser McLaren hat irgendwie vorne keine Räder. Aber ich spawn ihn quasi neu. Aber er hat einfach keine Räder. Dieser Wagen hat einfach keine Räder. Ich habe mir einen Wagen runtergeladen, der keine Räder hat vorne. Also ich habe halt wirklich das Gefühl, dass ein Truck hier besser runterkommt als ein Bugatti Chiron. Was schon sehr traurig ist auf jeden Fall. Oh, oder auch nicht. Obwohl, ich glaube, er rutscht nicht so sehr, oder? Er ist aber kaputt auf jeden Fall. Er ist kaputt. Oh mein Gott. Ja, er ist kaputt. Das wird ein tiefer Fall. Ein sehr tiefer Fall. Kommt er hier gegen? Ich glaube... Oh, what? Er ist dagegen nicht gekommen, okay. Alter, hattest du Glück. Naja, für die nächsten paar Sekunden auf jeden Fall. Oh. Ich kann nicht glauben, dass Wasser dir nicht helfen konnte. Normalerweise, naja, hilft Wasser dir vernünftig aufzukommen. Richtig, weil es tut trotzdem weh, wenn es ein Bauchklatscher ist. Aber bei dir hat Wasser nichts, nicht geholfen. Also hier gibt es halt super viele Wege. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, was hat er da gemacht? Wieso? Für welche Autos das gemacht? Ich glaube, ich sollte eher Geländefahrzeuge benutzen. Richtig, ja. Alter, hier kann man Saldos machen. Das ist ein Scherz.
Okay, ich meine, ich probiere es auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit diesem Wagen klappt. Also mit dem Bugatti auch natürlich auch nicht. Nee, nee, ich meine, das LKW. Aber... Oh mein Gott, ich mache gerade ein Looping mit einem LKW. Ich mache gerade ein Looping mit einem LKW. Ja, jetzt ist er kein LKW mehr. Aber er war ein LKW. Ein guter LKW. Er war ein sehr guter LKW. Wow, dieser Formel-1-Wagen ist ja mal voll geil. Ich liebe diesen Formel-1-Wagen. Jetzt darfst du mich doch nicht enttäuschen, dann ist alles gut. Ist hier ein Weg? Ich meine, wie gesagt, ich kann es halt nicht sehen, ne? Weil das hier auch nicht gezeigt wird. Ich meine, es wird nicht wirklich beschriftet, was echt lame ist auf jeden Fall. Okay, warte mal. So. Okay. Okay, okay. Und jetzt fahr. Fahr voller Geschwindigkeit. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott, warte, es wird nicht gut sein. Das wird nicht gut sein, das ist der verdammte... Das muss ich eigentlich nochmal sehen, nur in Zeitlupe. Also machen wir dasselbe nochmal. Ich mache mal Zeitlupe an, okay. Zeitlupe ist an. Jetzt dauert es zwar ein bisschen, bis wir dort ankommen, aber das sollte ein ziemlich epischer Crash werden. Aber ich muss sagen, dieser Formel-1-Wagen ist richtig geil. Ich meine, jemand hat in die Kommentare geschrieben, ein Formel-1-Wagen ist dafür da, um auf dem Boden zu bleiben. Ich kann dir zustimmen, das stimmt. Habe ich nie so wirklich bedacht, aber dieser Spoiler ist ja dazu da, um am Boden zu bleiben. Dafür haben die überhaupt einen Spoiler, okay. Aber gut, lass mal sehen. Es könnte echt eine lange Zeit dauern. Wir fahren dann noch 145 km/h. Es wird immer schneller. Immer schneller. 150 km/h. Nicht das schnellste, aber das sollte ein guter Crash sein. Wenn man im echten Leben mit so viel km/h crasht, dann war es das auf jeden Fall. Und wir crashen jetzt. Das Rad fliegt weg. Der Spoiler fliegt weg. Und das Auto ist halt nicht das, was es mal war. Und das Lenkrad funktioniert auch nicht mehr. Wenn das Lenkrad nicht funktioniert, weißt du, es ist vorbei für dein Auto. Okay, also der Wagen driftet halt auch. Ich versuche mal den hier zu machen. Oh nein. Oh, jetzt bin ich wieder hier gespawnt. Das mit dem Spawn, ich weiß nicht genau, wie man das macht. Aber ich glaube, ich weiß, wie man das macht. Ich glaube, wenn ich hier den Wagen nochmal spawne, dann sollte jedes Mal ab hier, sollte ich dann beginnen sozusagen. Weil ihr versteht, was ich meine. Aber okay, kann ich hier jetzt den Looping machen? Wieder die falsche Stelle. So, hier und jetzt. Nice, perfekt. Und jetzt gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas, let's go, let's go, let's go. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Wagen. Ich habe ein gutes Gefühl. Wisst ihr was? Ich habe Lust, es in der ersten Perspektive zu machen. Oh mein, 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 oh mein. Er hat es geschafft. Oh mein Gott, jetzt hast du dir einen guten Tod verdient. Jetzt ohne Scheiß, du hast dir echt den besten Tod verdient. Also, die Kamera, ich kann die nicht mehr wirklich mal steuern. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. Was da hinten? Ach, du kannst das Lava? Ich würde echt gerne mal hinkommen, nur ich weiß nicht, wie ich lebendig runterkommen soll. Ich glaube nämlich gar nicht. Sieht aber interessant aus dort hinten. Und da kommt man halt nur hin, indem man dorthin fliegt. Das war's für uns. Ich hätte Zeitlupe anmachen sollen. Oder auch nicht, ja, unser Motor funktioniert noch. Ich muss sagen, das ist schon ein richtig geiles Fahrzeug. Muss ich wirklich gestehen, okay. Ach, hier ist der Looping gewesen, ne? Genau, da ist das gewesen. Da würde ich sagen, wir verwenden das linke jetzt. Ach, so sieht es also aus, wenn man in einem Formel-1-Wagen sitzt. Also, oh mein... Das war nicht gut. Ich erkenne nicht wirklich irgendwas. Also, so sieht es aus, wenn man kurz davor ist zu sterben. Oh, oder so? Sieht so aus, bin mir gerade gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Oh, wir können sogar die Perspektive anmachen. Das ist eine tolle Perspektive, die gefällt mir sehr gut. Da ist überall Wasser. Das wird nicht allzu sehr schmerzen. Ich muss sagen, die letzte Rampe sieht schon ziemlich episch aus. Die will ich auf jeden Fall benutzen. Ich werde jetzt hier nochmal spawnen. Ich hoffe, ich muss hier in den Wagen nochmal neu spawnen, ne? Genau so funktioniert das. Okay, dann fahren wir... Ah, vielleicht sehe ich es doch hier sogar, die Rampen. Vielleicht sehe ich das an den Linien. Seht ihr das hier, diese Linien? Ich glaube, daran könnte man es erkennen. Könnte sein, ich bin mir, wie gesagt, aber nicht sicher. So, jetzt muss ich den Wagen nochmal hier spawnen. Und dann glaube ich, dass wir immer wieder hier spawnen werden. Okay, let's go. Lass uns mal losfahren. Die Rampe sieht ziemlich breit aus. Was schon ziemlich episch ist. Also normalerweise sollten wir eigentlich nicht zu schnell. Ich muss gucken, wie viel km/h ich... Okay. Egal, ich meine, der Wagen fährt noch einigermaßen... Ich meine, der Reifen funktioniert nicht mehr allzu sehr. Das heißt, ja, er fährt. Oh mein Gott. Nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen, nicht rutschen. Oh mein Gott. Nicht rutschen, nicht rutschen. Okay, jetzt können wir das hier aktivieren. Warte mal, so genau. Oh. Jetzt sehen wir quasi eine Filmanimation. Wie es aussieht, wenn ein Wagen zerstört wird. Oh, er fällt ins Nirgendwo. Also theoretisch ist es ja das Ziel, in dieses Loch dort zu kommen. Aber ich weiß nicht wie. Und das Auto stürzt jetzt ins... Oh. Das war eine unsichtbare Wand, ich verstehe schon. Also ich versuche mal mit, sagen wir, ungefähr so 20 km/h, lass mal sehen, ob das gut ist. Ich glaube, das sollte ziemlich gut sein, um hier vernünftig runterzukommen. Ja, ja. Ich glaube, das war immer noch ein bisschen zu schnell, aber das Auto sieht noch relativ heil aus auf jeden Fall. Oh, und wir fahren hier gut runter. Ja, 20 km/h sollte okay sein. Also wie gesagt, hier gibt es noch ganz andere Sachen. Aber wir müssen halt auch schnell genug sein. Das Auto zum Beispiel ist nicht so schnell.
um jetzt an die eine Stelle zu kommen. Das ist das Problem. Ja, also wir kommen nur an die eine Stelle, wenn wir dahin kommen. Das heißt, wir werden dort einfach spawnen. Stimmt, wieso habe ich nicht vorher dran gedacht? Aber erstmal will ich den Crash sehen. I believe I can fly. Das denken viele Leute und dann passiert das. Nun, ich will auf jeden Fall mal da reingehen, aber hier gibt's... Okay, das ist crazy. Das ist viel besser als da oben. Jetzt ohne Scheiß. Wieso habe ich die ganze Zeit da oben gesucht? Das war voll dumm. Und übrigens, eigentlich habe ich mehr Autos runtergeladen. Ich weiß nicht, wo die sind, bin ich ganz ehrlich. Ich verspreche, ich habe mehr Autos runtergeladen, okay? Okay, also hier ist es auf jeden Fall übersichtlich. Ja, viel besser als da oben. Was habe ich da oben überhaupt gesucht? Das war ja grausam. Da gehe ich nicht wieder hin. Das war echt lame. Okay, das ist deutlich besser. Die Frage ist, ist dieser Wagen zu schnell? Wenn er zu schnell ist, müssen wir auf den KMH schauen. Dann müssen wir vielleicht vorher abbremsen. Ich meine, 170, 100... Okay, hier wird der... Oh, was ist hier passiert? Ja. Oh, das war peinlich. Oh, das war so unangenehm. Kurzer Check, ob dieses Fahrzeug Räder hat. Es hat Räder. Aber... Es fährt nicht. Wieso ist es kaputt? Wieso sind die Fahrzeuge kaputt? Ich habe mir 4 Autos runtergeladen. Das ist einer der einzigen, die funktioniert. Also, ganz ehrlich... Viele denken, das ist kein Auto. Alle sagen, das ist ein Traktor. Ihr solltet einen Traktor lieber respektieren, okay? Er zeigt euch jetzt, was er kann. Ich meine, es ist ein verdammter Traktor. Da willst du nicht drunter sein, wenn er über dich fährt. Okay? Er ist nämlich mega schwer. Oh Gott. Oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es gesagt. Ich will doch nur da reinfahren. Das ist mein einziges Ziel, was ich habe. Ich meine, das wird gar nicht mal so unknapp sein. Obwohl doch, wenn ich es... Ja, doch, es war sehr knapp. Ich werde da nicht reinkommen. Oh. Ah, ich hätte Zeitlupe anmachen sollen. Ich bereue es gerade. Mehr Zeitlupe, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin verzweifelt, wie ihr sehen könnt. Deswegen nehme ich den Pigeon. Yep, die Taube. So heißt das Fahrzeug. Und ehrlich gesagt, diese Fahrzeuge... Ich glaube, die fährt man auch mal in Russland, glaube ich. Sind die ziemlich populär noch. Aber ohne Scheiß, stell dir mal vor, er würde es schaffen. Kein anderer Wagen schafft es, da reinzukommen, aber er schon. Okay, das wäre ziemlich crazy. Ich meine, keine Sorge, es gibt noch einen anderen Weg. Oh mein Gott. Ne. 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 Das packt er nicht. What? Nein. Nein. Stopp. Zeitlupe. Zeitlupe. Machen wir mal 4-mal. Oh mein Gott. Machen wir mal 8-mal langsamer gleich. Warte. Ich kann ihn eh nicht mehr steuern, also spielt es eh keine Rolle mehr. Und... Er kommt. Oh nein. Oh mein Gott. Kommst du da noch rein? Nee, ne? Er kam nicht rein. Ich glaube, ich mache mal normale Zeit. Ich meine, er rollt runter. Oh mein Gott. Ich bin gar nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert hier gerade. Schaffst du es da? Er hat es geschafft. Oh, what? Was ist das? Gott, das sieht echt aus wie so ein Loch, wo man nicht rein will, auf jeden Fall. Das steht fest, aber er hat es ernsthaft geschafft. Ich meine, er lebt zwar nicht mehr und bekommt es nicht mal mit, aber wir schon. Wir bekommen es auf jeden Fall mit. Oh Gott. Wie tief ist das? Kein Wunder, dass die anderen Autos da nicht reinfallen wollten. Das ist wortwörtlich das Tiefste, was ich jemals in meinem gesehen habe. Und das meine ich nicht zweideutig. Gott, zieht euch das mal ran. Was zum... Und hier ist das Ende, oder? Nee, das geht noch weiter. Das hört nicht auf. Also ich kann hier nicht wirklich das Ende sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Was mich so ein bisschen verstört, weil es nimmt kein Ende. Es fällt und fällt und fällt und fällt. Das ist wirklich crazy. Oh, da ist das Ende. Ich hab's gefunden. Aber das Ende, was absolut ins Nix führt. Sehr geil. Jetzt sind wir im Nix. Oh nein. Oh nein. Okay. Das war's. Jetzt fliegen wir für immer. Ja, du hast schon völlig verstanden. Aber na gut, ich will das Video von uns mal stehen lassen. Dieses Fahrzeug ist das Beste ever. Jetzt ohne Scheiß. Es gibt kein besseres Fahrzeug als das. Also für mehr davon lasst ihr noch oben da. Abonniert kostenlos. Aktiviert die Glocke, falls ihr abonniert. Das war's. Ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.